Ich muss euch kurz eine Sache beichten. Wow! Wow. So, ready? Ready? Und? Und herzlich willkommen auf meinem Kanal und willkommen zu diesem neuen Video. Hinter mir steht schon das Kunstobjekt. Ist schon das Kunstobjekt. Was ihr in diesem Video sehen werdet, das ist wirklich einfach so ein krankes Upgrade in dieser Wohnung. Ich mache das Intro jetzt gerade von hier, obwohl ich es eigentlich in Herford gemacht habe bei Jamies Familie. Aber ihr werdet gleich das Hauptproblem sehen, weswegen auch gestern kein Video online kam, weil ich in Slow-Mo gefilmt habe. Ja, cool. Hier könnt ihr euch einmal kurz daran amüsieren. Ja, also ich werde auch gleich im Vlog ein bisschen darauf eingehen. Es hat mich zu Weißglut gebracht. Bei meiner Vlogkamera ist es nämlich so, ich kann es euch hier mal zeigen. Der Aufnahmeknopf ist gleichzeitig der Fotoknopf und der Zeitlupeknopf. Und voll oft, wenn man sich so filmt sozusagen, neigt man dazu, anstatt hier auf Aufnahme zu drücken, hier drauf zu drücken. Und das ist kein so wie der On-Off-Schalter, ein Schalter, sondern es ist einfach wirklich... Wo ist jetzt der Knopf? Ich bin jetzt gerade total verwirrt hier. Das ist einfach ein normaler Knopf. Und dann drückt man so und drückt aus Versehen hier anstatt hier und dann hat man Slow-Mo. Und bei Kameras ist es so, dass die Slow-Mo einfach ohne Ton aufnimmt, weil das ist dann irgendwie alles so mehr High-Quality und keine Ahnung. Weil hätte ich mit dem Handy gevloggt, so wie ich gerade, dann hätte ich die Slow-Mo einfach komplett benutzen können. Das ist wirklich super schade, aber ich lerne daraus. Ich werde wirklich daraus lernen. Das wird nicht mehr passieren. Viel Spaß jetzt mit diesem Video. Ich heule ein bisschen rum am Anfang. Gestern war wirklich komplett stressiger Tag. Jetzt sind wir wieder hier. Jamies Familie kommt gleich. Wir räumen hier gerade auf und ich schnippel diesen Vlog für euch. Und morgen gibt es wahrscheinlich ein Geschenke-Ideen-Video. Ich habe noch eine Bestellung bei Kai gemacht, bei der Brand von Kylie Jenner. Das werde ich noch mit euch testen. Was machen wir noch? Wir machen noch einige coole Sachen bis Weihnachten. Deswegen bleibt dran. Checkt auf jeden Fall mal Insta aus. Da kommen immer jeden Advent Gewinnspiele. Und jetzt das, was gerade läuft, hat es in sich. Und das, was an Weihnachten kommt, Freunde, dafür seid ihr nicht ready. Ich habe leider meine Vlog-Kamera vergessen. Ich bin gerade irgendwie mega gestresst, weil ich ein bisschen länger geschlafen habe, als ich sollte. Und es stehen heute so viele Sachen an, die ich machen muss. Ich freue mich eigentlich mega auf das Video, was wir jetzt drehen. Also wir fahren dafür gerade extra zu einem richtig coolen Ort. Ich glaube, es wird ein richtig cooles Reel. Aber es nervt so. Ich hätte einfach früher aufstehen sollen. Das ist wirklich so ein First-World-Problem. Aber es ist halt so ein bisschen so ein Problem, wenn man sein eigener Boss ist. Ja, ging's ja aber auch nicht gut. Ja, ich bin auch krank. Aber das ist so eine Sache. Also ich bin nicht krank, ich bin erkältet. Aber das ist so eine Sache, die gönnt man sich eh nicht. Also es muss schon die Hütte brennen, man muss im Fiebertraum versinken. Dann, wenn man manchmal vielleicht Arbeit eher schwänzt und sich einen Attest holt, das macht man bei sich selber halt eigentlich meistens nicht, wenn man selbstständig ist. Also dann zieht man halt durch und ja, keine Ahnung. Ja, aber liegt halt natürlich auch daran, dass man seinen Job liebt und der auch eigentlich Bock hat, die ganzen Dinge zu machen. Damit will ich jetzt niemandem unterstellen, dass er seinen Job nicht liebt, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Also hätte ich jetzt irgendeinen Job, der mir nicht alles gibt, was ich auf der Welt will, dann würde ich schon öfter mal schwänzen. Ich bin einfach nur ehrlich. Hallo, tschüss, bin überfordert, Luke. So, wir vloggen jetzt. Hä? Wir machen Sachen zusammen. Ja, ja, also das ist ja die Erinnerung, die ich habe, oder? Aber auch ein bisschen an mich, also ein bisschen auch ich nur. So Kraus habt und so. Jetzt ist sehr schief. Besser, ne? Kann man vielleicht besser hinfahren? So wäre doch eigentlich ganz cool. Oder nicht? Ja. Halt ich. Herforder Star. Hier war es zum Glück echt voller schönen Villen und Locations. Also LG an alle, die hier wohnen. Ihr habt es geschafft in eurem Leben. Das ist wirklich krass. Schatten bitte. Wow. Einfach ja, heute haben wir es geschafft im Leben, ja. Die Villen sind auf jeden Fall krass. Ja, hast recht, die sind bestimmt hier ein bisschen günstiger als in der Großstadt. Aber wow, trotzdem wow, wow, wow. Jetzt müssen wir noch so eine Oma-Szene drehen, wo wir uns alt machen müssen. Das wird interessant, würde ich mal sagen. Ich teste jetzt mal das, weil Jamie meinte, man kann einfach ohne als Oma geschminkt zu sein. Nee, doch, ne? Ohne als Oma geschminkt zu sein, ja, den Filter nachträglich reinladen. Ja. Bin gespannt. Probieren wir jetzt mal aus. Das Endergebnis solltet ihr definitiv mein Instagram abchecken. And thank you for always helping me und ertraging the hangry stressless. Aber ich habe kein Frühstück gegessen und ich bin sehr gestresst. Und unser Kunstwerk kam heute an. Kommt. So, jetzt sind wir gerade einmal weg und die Lieferung kommt einfach an mit unserem Kunstwerk, Freunde. Ich hoffe, ja, es ist 1,5 Meter mal 1,5 Meter. Was ist das Auto? Das ist gar nicht. Doch, es ist... Das Reispapier ist... Ah, oh, you're right. Das Licht ist keine Runde. Oh, you're right. So ein rundes, leichtes Ding. Oh, okay, das wird schon vielleicht gar nicht so schlimm sein. Okay, dann habe ich noch weniger Angst. Leute, dieser Tag heute ist einfach purer Stress. Ich weiß nicht, was heute los ist. Man hat einfach, glaube ich, mal so Tage. Ich mache mal hier kurz Licht ab, Freunde. So geht das ja nicht. Egal, ich gehe zur Lampe hier.
meinen Laptop nicht dabei. Und Jamie hat mir dann seinen gegeben. Das ist ja auch schon mal nett. Also habe ich darauf gerade geschnitten, das, was wir gerade gedreht haben. Und er ist jetzt beim Arzt. Ich wollte eigentlich mitkommen, aber das hat sich alles jetzt gerade so lange gezogen. Aber ich bin eigentlich mit dem Ergebnis mega zufrieden. Das ist eigentlich genauso geworden, wie wir wollten. Ich hoffe, der Kunde mag das jetzt auch. Das ist ja immer dann so eine 50-50-Chance. Ob er eine ganz andere Vorstellung hatte. Und wenn ich auch so das Briefing sehe, hatte er vielleicht eine andere Vorstellung. Aber Mann, meine Idee, ich mochte meine Idee wirklich gerne und ich hoffe einfach, dass sie gut ankommt. Hat meine Managerin mich dann gerade kontaktiert und meinte, ich soll noch was anderes kurz schicken. Und dann habe ich das, also sie meinte, das hat mehr Eile sozusagen, dann habe ich das kurz gemacht. Während der Zeit hat sich einfach gerade der Bildschirm gesperrt und jetzt brauche ich sein Passwort und er ist nicht hier, er ist beim Arzt. Ich habe erstens schon ein schlechtes Gewissen, dass ich jetzt nicht mitgekommen bin zum Arzt. Das ist so ein Durchcheck-mäßig. Das ist nicht so schlimm, aber eigentlich, keine Ahnung, ich mag auch immer, wenn jemand bei mir, mit mir wartet beim Arzt und so. Das ist ja irgendwie immer eine unangenehme Situation. Naja, auf jeden Fall ist er da jetzt noch eine halbe Stunde und ich habe sein Passwort nicht und meine Managerin braucht das Video. Es ist wieder so ein Stress, ich kann heulen. Aber egal, mir bleibt nichts anderes übrig als jetzt, keine Ahnung, vielleicht kann ich mich irgendwie auf die nächsten Tage ein bisschen vorbereiten. Unser Bild ist gerade angekommen, glaube ich. Also müsste jetzt eigentlich sein und ich hoffe, es wurde einfach unten in den Hausflur gestellt. Weil bei uns zum Glück werden die Pakete super oft in den Hausflur gestellt, was toll ist. Aber manchmal auch nicht. Ich hoffe einfach, das wird jetzt einfach auch in den Hausflur gestellt. Weil ich möchte es morgen unbedingt anbringen. Morgen kommt nämlich Jamies Familie. Wir sind ja gerade bei Jamies Familie und morgen besuchen die uns. Und wir sind hierher gekommen, weil Jamie einen Arzttermin hatte. Vielleicht hätte ich auch einfach zu Hause bleiben sollen. Hätte ich wenigstens mich ein bisschen mehr auf die Arbeit konzentrieren können. Aber wir machen halt so gerne alles zusammen. Und ich liebe es hier auch immer. Es ist irgendwie immer so ein bisschen wie Urlaub eigentlich. Außer man hat extrem viel zu tun. Auf jeden Fall kommt Jamies Family morgen zu uns und deswegen wollen wir alles noch so richtig ready machen. Wir haben uns ja dieses Kunstobjekt bestellt und es ist zum Glück heute angekommen und ich glaube, dann ist auch die Wohnung eigentlich perfekt fertig. Es fehlt nur noch der Eistisch, der irgendwann kommt. Der hatte einfach so lange Lieferverzögerung. Ich bezweifle irgendwie, dass der überhaupt irgendwann kommt. Keine Ahnung. Der kommt dann ins Büro. Ihr müsst auch noch Jamies Haare richtig sehen. Ihr habt es jetzt gerade eben erst gesehen, habe ich gerade gesehen, als ich mir die Aufnahmen angeguckt habe. So ein bisschen so in den Outdoor-Aufnahmen, aber Jamie sieht wieder richtig fresh aus. Ich liebe aber auch, also ich finde seine langen Haare auch richtig süß. Er fühlt sich damit halt nicht so wohl. Aber ja, ich kann es schon verstehen, dieses frisch nach dem Friseurgefühl hittet, glaube ich, bei jedem. Und ja, außer halt die Friseure verkacken es. Aber ich war zum Glück lange nicht mehr beim Friseur, dass ich mir so dachte, oh Gott. Ich hatte früher schon den einen oder anderen Friseurbesuch, wo ich mir so war, so, oh Gott, was ist passiert? Wir holen uns jetzt, haben jetzt Mc's geholt. Auf die Situation, dass das Video nicht online geht und so ein bisschen Frust essen. Und ich erzähle später noch ein bisschen was dazu. Toll! Dein Weihnachtsgeschenk kommt heute an, dein Hauptgeschenk. Du kriegst drei Stück. Du kriegst eins. Oh, ich hab grad Scheiße. Es tut mir leid. So, was machen wir gerade? Also wir haben gerade einen Zettel geschrieben, ich kann euch das nicht zeigen, weil da steht eine Adresse und eine Handynummer drauf, aber unser Kunstobjekt wurde bei der Nachbarin abgegeben. Normalerweise werden die bei uns immer in den Hausflur gestellt und jetzt wurde es abgegeben. Und zwar aber so nicht bei einer Nachbarin hier im Haus. Genau, sondern ein paar Häuser weiter und das ist jetzt ein bisschen aufregend. Deswegen gehen wir jetzt mit Schubi, schnappen uns hoffentlich das Paket und falls sie nicht da ist, haben wir schon mal einen Zettel geschrieben, dass sie sich bei uns melden soll, wann wir es abholen können, weil Freunde, wir sind so aufgeregt, wir wollen es euch unbedingt zeigen, also beziehungsweise wollen es auch selber sehen. Also ich kann mir noch gar nichts darunter vorstellen, so richtig. Bitte betet jetzt. Jetzt kommt so dramatische Musik durch. Dass unser Kunstobjekt da ist. Und unsere Nachbarin. Okay, und los. Pipi Kaka. Nachbarin lag auch einfach im Hausflur. We got it. Bei der Nachbarin abgeholt. Yeah. Bei der es auch einfach im Hausflur lag. Leute, schaut mal, da steht Ingo Maurer Mutmoon. Wow. Nein, da steht Design bei Sebastian Hepting. Okay. Wo steht Ingo Maurer? Ja, you're right. Von der Website. Yeah. Oh, das ist von Sebastian Hepting, ganz wichtig, Credits Sebastian, mein bester Freund. Mhm. So, jetzt wird hier die Lampe aufgeschnitten. Alexa, Weihnachtsbaum an. Aber sofort. Ah, okay. Hallo, ich stinke. Seid ihr bereit? Wow. Oha. Okay, jetzt aber. Okay. Jetzt wird man, glaube ich, schon mal sehen. Okay. Wow. Fuck, ey. Weil das ist ja einfach ein LED-Streifen. Ja, das wusste ich, das habe ich in den Videos auch gesehen, dass es echt nur ein Ring ist. Aha. Und der nach innen leuchtet mit so einer Billo-RGB-Leiste. Yeah. Oder nee? Schatz, und jetzt lesen wir ganz, ganz genau die Anleitung. Hier könnt ihr schon mal so ein bisschen sehen, was euch erwartet gleich. 14 Moods of Mood Moon. Instructions. Das sind die Instructions, oder? Das ist wahrscheinlich so die technischen Sachen, die man mit Handy verbindet. Ah, und so. App und so. Wow. Das hier. Oh, ich habe so Angst vor dem Papier. Das machen wir zusammen. Okay, das scheint ein sehr stabiles Apparatding zu sein. Aber lass es lieber bohren für den Preis. Ja, hier sind auch Dübel und so. Aber nur einmal bohren. Okay, ein Dübel. Das ist super. Ja.
Boah, Leute, es war anstrengender als gedacht. Es hängt. Aber das kann man easy retten. Ich hab Schocken. Ey, Leute, wir sind wirklich die ganze Zeit auf. Oh Gott, pass auf, ne? Wir dürfen das Papier nicht so krass knicken. Ey, dieses Papier ist wirklich so risky. Weil das so ein japanisches. Nee, es ist schiefer jetzt. Ein bisschen weiter nach oben auf deiner Seite. So? Ja, ein Ticken. Ja, so. Ungefähr. Immer noch ein bisschen weiter nach oben. Ja, okay, und jetzt kommt der Moment der Momente. Soll ich anstöpseln? Ja. Sieht toll aus. Alexa, Wohnzimmer aus. Jetzt brauchst du eine eigene Schraube. Oh, ey, wir müssen echt, der Akku hier ist gleich leer. Ready? Mhm. Oh, hier sieht man schon Knicke im Papier, ne? So, naja. So, ready? Ready? Und? Mann! Oh. Ja! Oh, hä? Fuck. Geh mal kurzer Teaser. Alter, Leute, sie ist an. Schaut mal, wie krass das aussieht. Und es gibt hier so richtig viele Sachen. Einmal hell ist auch übertrieben geil. Boah. Warte, man sieht es in der Kamera nicht so. Gut, es sieht trotzdem auf der Kamera nicht so aus, wie es in echt aussieht. Boah. Boah, sieht das krank aus. Es ist so geil, Leute. Das ist so heftig. So, und jetzt? Ja, rot sieht es gar nicht. Warte. Ja. Rot sieht halt auf jeden Fall echt krass aus. Sieht so cool aus, Leute. Es kann verschiedene Farben. Es kann red sein. Boah. Wow. Green Planet. Liquid Copper, wow, boah, Alter, das sieht krank aus in echt. Hier in der Kamera sieht alles so krank hell aus, aber es ist eigentlich richtig perfekt. So, hatte ich ja kurz auf zu filmen. Ja. Oh mein Gott, Feuer, darauf habe ich mich die ganze Zeit gefreut. Oh mein Gott, so guck cool. Mal. Das sieht einfach aus wie Feuer, ich kann nicht mehr. Boah. Ey, das ist so unendlich geil. Alter. Oh mein Gott, ist das gemütlich. Das ist wirklich mega geil, oder? Es sieht aus, als hätten wir ein Loch in der Wand, wo Feuer drin ist. Underwater, guck mal. Boah, das finde ich wirklich. Das finde ich auch übertrieben. Oh mein, bewegt sich da? Oh ja, mein Gott, das glitzert so wie unter Wasser. Oh mein Gott, das hat sich so krass gelohnt. Color Cycle ist da, glaube ich, das, wo es dann einfach so verschiedene Farben wird. Ich muss kurz die Eingangstür zumachen, warte kurz. So. Ey, Leute, das sieht wirklich einfach so unfassbar cool aus. Wir behalten jetzt auch die Box und so, falls man irgendwann mal umzieht und so, dass wir es einfach richtig securen können, weil es war wirklich schon ein bisschen tricky, das aufzubauen. Man hatte einfach so Angst, weil das so ein richtig spezielles Reispapier ist. Ich kann es euch nochmal kurz von Namen zeigen. Schaut mal. Also das ist so, das ist wirklich richtig fein und dünn und dann musste man diese Metallstäbe da so reintun. Das ist halt wirklich so eine richtig... ja, zarte Konstruktion, würde ich sagen. Sieht aber dadurch halt auch so super filigran und schön aus. Bitte, wie geil ist dieser Ocean-Effekt? Das ist richtig so mit so, als würde man gerade unter Wasser sein und oben hier leuchtet die Sonne. Das ist einfach unendlich schön. Also ich bin einfach super, super froh. Das war jetzt absolut nicht günstig, ist aber einfach eine Investition. Also ich glaube, sowas ist einfach so zeitlos und wunderschön. Ja, wie gesagt, der Shop hieß irgendwie Ingo Maurer. Das Ding heißt Mood Moon und kam auch richtig, richtig schnell an. Ich putze hier gerade kurz das Badezimmer, denn... Jamies Family kommt heute zu uns. Ich mache hier nur so richtig Turbo kurz. Aber richtig perfekt, dass dieses Kunstobjekt jetzt genau jetzt angekommen ist. Weil jetzt können wir alles in der vollen Pracht zeigen. Ne? Wer benutzt auch immer für alles Glasreiniger? Ich. Heute ist definitiv ein besserer Tag als gestern, by the way. Gestern hat euch ja wirklich dann am Ende so einen kleinen Mental Breakdown, weil das mit den 24 Videos nicht geklappt hat. Aber ey, ihr habt mich so heftig aufgebaut und ihr habt mir so krasse Komplimente gegeben dafür, dass ich es überhaupt schon durchgezogen habe und so. Das hat mir wirklich sehr viel Kraft gegeben und trotzdem ist das immer so ein Druck, den man so an sich selber einfach macht, dass man es irgendwie schaffen muss. Aber man kann, also wir können halt nichts dafür, wenn die Technik nicht klappt und das hat mich einfach so aufgeregt, weil wir wollten es halt dann nochmal drehen, beziehungsweise haben es nochmal gedreht. Das heißt, wir haben einfach irgendwie so eine Stunde umsonst aufgenommen. Und beim zweiten Mal war der Mood aber so schlecht, also beziehungsweise der Vibe einfach nicht mehr da, weil ich wollte unbedingt so ein Uncut-Video eigentlich mal machen, weil ich finde, da kommt immer noch viel... Mir ist halt immer voll wichtig, dass ihr Jamie richtig kennenlernt. Und ich finde, bei diesen ungeschnittenen Videos kommt es einfach, keine Ahnung, kann man es irgendwie fast am besten. Ja, dadurch, dass wir aber halt... richtig viele Fragen beantwortet haben und so und dann manchmal so zu manchen Fragen Witze gemacht haben und so, die richtig cool waren, wollte man es irgendwie beim zweiten Mal auch wieder machen und das war dann aber so keine ehrliche Reaktion und irgendwie hat das einfach nicht das gemacht, was es machen sollte und zwar, es ist, war dann einfach irgendwie zu gestellt und das ist einfach nicht mein Anspruch an meinen Account, wisst ihr? Deswegen, es war einfach so doof, wir haben es ein bisschen angeguckt und waren so, man, irgendwie fühlen wir das gerade nicht und einfach so schade, dass die Aufnahme slow-mo und ohne Ton war, aber vielleicht war es ja auch für irgendwas gut. Wir machen das einfach irgendwann nochmal und diese Fragen, die wir euch gestellt haben über unsere Beziehung, werden wir auf jeden Fall auch nochmal beantworten. Entweder umgeschnitten oder geschnitten, dann ist der Vibe ja eh wieder anders. Ich
Ich muss euch kurz eine Sache beichten, aber ich muss euch kurz eine Sache sagen. Und zwar, dieses Ding habe ich euch mal gezeigt, dass ich mir das gekauft habe. Und ich dachte, ich lege das immer so auf meinen Tisch und breite dann meine Schminksachen so darauf aus. Und wenn ich fertig bin, kann ich es einfach zuziehen und habe dann hier so einen süßen kleinen Sack. Ich habe das einfach noch nie in meinem Leben benutzt. Noch nie. Es liegt hier die ganze Zeit und ich benutze es nicht. Aber ich halte euch auf dem Laufenden. Vielleicht benutze ich es jetzt. Ich weiß nicht, es ist irgendwie doch nicht so praktisch, wie ich dachte, weil das so hier rumlabert. Es müsste irgendwie steifer sein, dann würde es mir mehr Spaß machen. Aber dieses Labrige, das stresst mich irgendwie. Kennt ihr das? Gut, dass ihr mich seht, weil hier so viel steht. Ja, sie sind immer noch am Aufräumen. Ein bisschen Putze muss ja auch gemacht werden, nicht? Friends, tada! Here is the Kunstwerk. Und es ist einfach so unfassbar schön. Ich klicke mal drauf, dass ihr es besser seht und mache mich mal hier dunkler. Friends, wir haben es auf Instagram jetzt auch nochmal gezeigt. Also checkt mein neuestes Reel aus. Es ist wieder hier brandaktuelle Loops am Start. Wir sind einfach so, so happy mit der Wohnung. Wir sind hier auch gerade, also jetzt ist alles hier auch wieder ordentlich. Vielleicht zeige ich es euch jetzt nochmal mit ordentlicher Wohnung. Moment. So, man kommt rein. And that's the view. Vielleicht wollen wir den Esstisch noch ein bisschen nach da schieben. Steht schon jetzt wieder mehr im Raum. Aber schaut mal bitte. Ich liebe auch irgendwie wieder Weihnachtsbaum in dem Fenster glitzert. Hier haben wir jetzt wieder unsere kleine Minibar. Im Adventskalender von Jamie war so ein Holz-Tic-Tac-Toe. Das haben wir jetzt hier auch hingelegt, weil ich das eigentlich richtig cool finde. Und das verbindet uns auch ein bisschen mit unserer Anfangszeit, weil wir das immer gespielt haben. Online ist ja auch scheißegal. Ja, hier habe ich gerade Video geschnitten. Beziehungsweise schneide gerade. Und das ist Mood Moon, den ich mit dem Handy komplett verstellen kann. Ich zeige euch nochmal kurz einen anderen Winkel. Das hier ist so eins meiner Lieblings, das heißt Liquid Copper. Also die Effekte haben auch alle so Namen. Wir können natürlich dann auch unsere ganze indirekte Beleuchtung hier und die Lampe und so darauf einstellen, was ich auch mega, mega cool finde. Oh, ich finde es einfach unfassbar cool. Zum Beispiel, es sieht einfach aus wie Feuer auch. Das ist auch so unnormal cool. Wow, Lagerfeuer. Im Loch in der Wand. Da hat jemand Japan-Flagge geschrieben. Ja, so ein bisschen, aber ich finde es einfach richtig, richtig geil. Es hätte das auch nochmal so in rund gegeben, aber dadurch, dass wir auch hier so einen runden Spiegel haben und so, ich fand das einfach, ich wollte, dass es so, ich finde genau diesen Mix aus rund und eckig, okay, jetzt sieht man es wieder schlecht, richtig, richtig geil. Und ja, sagt mir gerne, was ihr davon haltet, schreibt es in die Kommentare und seid vor allem morgen auch wieder aktiv. Checkt gerne auch mein Instagram-Reel aus und ja, morgen kommt dann schon das nächste Video. Bis dann!